Hey, pass auf. Das ist deine. Das Wichtigste ist, lass immer den Finger vom Abzug. Außer du musst auf jemanden schießen. Wenn das passiert... 3170, wir werden überfallen! Hältst du einfach drauf. Zentrale! Wir stehen unter Beschuss! Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen hier zur 502. Sendung, das klingt nicht gut, zur Sendung Nummer 502 hier vom Kinocast. Hier ist der Chris in der Leitung, hallo Chris. Moin. Und meine Wenigkeit, der Erik. Hallo. Moin, wieso sind wir hier an der Küste oder was? Nein, aber moin kann man immer mal sagen. Sind wir hier beim HSV oder was? Ja, beim HSV des Südens sind wir. Oh Gott, oh Gott. Es geht wieder los. Ja, wir reden über einen Sneakfilm, den wir gemeinsam gesehen haben. Dann habe ich noch einen Film mitgebracht und mal gucken, was uns noch so einfällt. Sneak Preview. Ja, in der Sneak Preview vergangene Woche hatten wir den Film Criminal Squad. Der heißt im Original Den of Thieves, was so viel heißt wie eine Räuberhöhle. Und ist der Debütfilm des Regisseurs Christian Gudegast oder Christian Gudegast oder Judegar, keine Ahnung, welche Nationalität er hat gerade. Auf jeden Fall ist der bekannt durch die Storys, die er geschrieben hat, zu zum Beispiel Olympus Has Fallen und London Has Fallen und sowas. Ist natürlich jetzt nicht gerade eine Riesenreferenz, da so eine Story auf dem Bierdeckel zu schreiben für diese zwei Filme. Deswegen waren die Erwartungen ja doch eher im unteren Bereich, als dann der Film begonnen hatte. Hauptdarsteller ist Gerard Butler und spielt zum Beispiel noch mit Pablo Schreiber und O'Shea Jackson Jr. und 50 Cent spielt auch noch mit. Ja, und das waren eigentlich so die man so kennen könnte. Also spielen noch ein paar andere mit. Und im Film wird uns eine Truppe vorgestellt, die sehr ausgeklügelte Raubzüge begehen und da auch mit Waffengewalt und durchaus auch nicht zurückschrecken, sich da einen Weg irgendwie freizuschießen. Also nicht so wie Ocean's 11, die alles irgendwie durchplanen, dass möglichst wenig bemerkt wird, sondern die gehen dann eher so etwas handfester vor. Und es wird auch damit eingeleitet, dass L.A. wohl die Stadt ist in den USA mit den meisten Banküberfällen. Ich habe es mir jetzt nicht gemerkt, aber da war irgendwie alle paar Sekunden irgendwie ein Banküberfall. Ja, irgendwie sowas, ja. Quasi jetzt gerade, während wir die Sendung aufnehmen, sind da schon zwei Banken überfallen, also seitdem die läuft. Meine Güte, da geht's ja ab. Mit Bitcoin wird das alles anders. Der Gegenpart dazu ist dann so eine illustre Polizeitruppe, angeführt von Gerard Butler. Und ist das Polizei oder FBI oder was machen die? Nicht FBI. Nee, es ist Sheriff. Polizei, und zwar, ja, sie haben die Sheriff's Westen, aber sie sind diese verdammt, warte, mir fällt es gleich ein wieder, wie sie heißen. Da gibt es nämlich auch eine eigene Serie, also gibt es so eine Serie. State Trooper oder sowas. Nein, die sind so dieses... Marshals. US Marshals, auch nicht. Gott. Ja, erzähl mal weiter, ich komme gleich drauf. Genau, du grätschst dann kurz rein, ja. Uns wird dann diese Polizeitruppe vorgestellt und die gehen nicht gerade so nach Lehrbuch vor. Also sie finden dann, oder sie, wenn sie da zum Beispiel mal einen Verdächtigen haben, dann wird er nicht irgendwie aufs Revier gebracht und irgendwelche Formulare ausgefüllt und sonst was alles, sondern die haben da auch einen Finger schneller am Abzug, weil dann sparen sie sich halt auch den ganzen Papierkram, wenn sie den einfach und Verdächtigen mal umnieten. Und ganz gut, Major Crimes. Ah, okay, Major Crimes Division, okay. Mir ist wieder eingefallen. Sehr gut. Jo, und angeführt von Gerard Butler und auch bei dem Verhör von Verdächtigen, da gehen sie auch nicht gerade zimperlich vor, also so von wegen Genfer Konvention oder irgend sowas, da kennen die auch nichts da, und Guantanamo ist da wahrscheinlich auch Vorbild gewesen für manche. Und diese beiden, das ist halt so ein Katz-und-Maus-Spiel. Die einen, die planen so ein Riesending. Also die wollen da eine
eine staatliche Bank ausrauben und die Gerard Butler-Truppe, die kommt da irgendwie so ein bisschen auf die Schliche und versuchen dann da Einblick zu gewinnen und die haben auch einen Maulwurf in der Truppe von den Dieben, aber das ist halt alles nicht so einfach und ich will auch nicht zu viel verraten. Es geht dann auf jeden Fall sehr handfest zur Sache. Wir hatten den Film in OV, Originalversion, Englisch. Ich bin am Anfang ein bisschen schwer reingekommen in diesen ganzen Slang da, diesen South Central LA Slang von den ganzen Gangstern und dann haben die auch ständig irgendwie Abkürzungen verwendet oder sowas. Aber wenn man dann sich einmal ein bisschen reingehört hat, da ging es dann ganz gut, dann war es sehr, sehr, sehr authentisch. Und da hat man erstmal gesehen, wie schlecht eigentlich 50 Cent Schauspielern kann. Das ist, schlägt ja dem fast den Boden aus. Das hat in der Sneak zu Gelächter geführt und bei jeder Szene, wenn der kam. Oh Mann. Ja. Der war echt übel, echt übel. Aber ja, jetzt hat man gerade das Thema Bitcoin, ne? Ich weiß nicht, hast du das gehört von ihm? Ja, der hat alles richtig gemacht, der gute Mann. Der war ja eigentlich irgendwie pleite oder so und hat sich da aber von irgendeinem Song, den er verkauft hat, hat er sich irgendwie in Bitcoin, hat er sich irgendwie total vergessen und daraus ist viel geworden. Okay, kommen wir zurück zum Film? Achso, ja. Selbstverständlich. Also, ich fand ihn ziemlich gut. Also, der war echt gelungen. Hat so ziemlich die beste Straßen-Shootout-Szene seit Heat, die ich im Kino gesehen habe. Also, und auch wie das abgemischt war, der Sound, ey, wie da die Schüsse gebellt haben und was häufig bei Filmen ja gemacht wird, wenn irgendwo eine Schießerei ist, die schießen ja nicht mit echten Patronen oder sowas. Die haben dann meistens solche Blanks, und die klingen halt auch ganz anders. Und dann in der Soundabmischung öffnet halt der Sounddesigner irgendwie sein Bang.Wave-File und legt das da jedes Mal drüber, wenn so ein Schuss kommen soll. Und das klingt halt alles gleich. Und das war halt hier wirklich anders. Irgendwie hat sich das schon angefühlt. Man hat die verschiedenen Gewehre, da hat einer mal ein Maschinengewehr genommen, einer hat mit einer Pistole geschossen, dann hatten die verschiedene Gewehrtypen und die haben alle anders geklungen. Also ist halt wie bei Counter-Strike, da hört man halt genau auch, wer eine AK-47 hat oder so. Das bellt halt dann so richtig und fand ich richtig gut, auch von der Soundabmischung her. Und ich hätte das diesem Regisseur auch nicht so zugetraut, also zumal ja diese Has Fallen Geschichten, die waren ja doch eher banal. Hier ist wirklich sehr, sehr, sehr tricky, was da drin ist und da muss man schon ein bisschen was in der Kirsche haben, so um diese Story so hinzukriegen, dass das dann so funktioniert. Ein bisschen was in der Kirsche haben, finde ich einen netten Ausdruck dafür. Also ja, doch, es war sehr, sehr durchdacht und wie du gesagt hast auch, dass am Anfang das ein bisschen reinkommen mit der Sprache war ein bisschen auch so. Das scheint aber gerade ein bisschen auch Mode zu sein, dass man einfach reinnuscheln kann und irgendwas zusammen kauderwelschen kann. Wobei da hat 50 Cent wieder gepasst. Das war immer so. Ich hatte mal Angst gehabt, dass das abkippt. Jedes Mal, wenn 50 Cent gekommen ist, weil irgendwie waren wir alle so gespannt, so, oh, wie geht's weiter? Ja, was passiert da jetzt? Und dann kam 50 Cent. Alle so im Kino. Ja. Und dann hat mich aber der Film doch wieder gepackt irgendwie. Also das. Ja, Gott sei Dank. Also wie gesagt, das war ganz gut. Aber auch da, also ich fand den eigentlich durchgängig spannend, den Film. Und man wusste nie so wirklich, wo will der Film hin. Und wenn man dann rausgeht, denkt man sich, oha. Ja, das. Das trifft's, oder? Oha trifft es, glaube ich, ganz gut. Ja, definitiv. Also ich war auch schon während des Films, habe ich ein paar Mal gedacht, wow, also richtig gut. Da waren gut gedrehte Szenen drin und dann waren auch viele Szenen, die halt wirklich draußen gedreht wurden. Also es war jetzt offensichtlich keine Studioaufnahme, sondern wirklich sind draußen gewesen mit dem, was da irgendwie zur Verfügung ist in L.A. Und ich hat mich echt begeistert. Auch so drin die Aufnahmen, das sind Sachen, gerade bei so größeren Ensembles, wir haben ja hier nun zwei Gruppen, die irgendwie aufeinandertreffen und dann sind viele Dinge, die sich da parallel entwickeln, das ist halt unheimlich schwer, das so rüberzubringen, dass der Zuschauer noch weiß, was passiert jetzt gerade, wer ist jetzt gerade gleich nochmal wo und wer hat jetzt was vor. Und weil wenn du da den Zuschauer dann irgendwann verlierst, denkt er sich, ach ja, keine Ahnung, was da jetzt der da jetzt da macht und warum das jetzt hier so ist und das passt alles nicht. Dann hast du den Zuschauer eigentlich bei so einem
verzwickten Ding verloren, sondern musste eigentlich ganz gut mitnehmen. Und der Regisseur hat diese vielen Bälle sehr gut in der Luft gehalten, finde ich. Also Respekt. Also pff. Ja, definitiv. Gut gemacht. Gut gemacht. Also auch dann sowas Spannendes zu liefern, was dann nochmal so verzwickt ist am Ende und wo dann wirklich auch sehr, sehr dramatisch ist. Wirklich minutenlange Shootout-Szenen und dann sind da irgendwelche mitten in so einem Stau dann und pff, Wahnsinn. Wahnsinn und Fluchtsequenzen und sonst was alles. Also ein sehr empfehlenswerter Film, hätte ich so nicht gedacht. Und ich sag mal, bei IMDb hat er 7,3 von 10, sehe ich hier gerade. Bei Moviepilot hat er von der Community 5,4, aber es haben erst 3 Leute da abgestimmt oder was geschrieben. Also das könnte sich noch mal ein bisschen nach oben entwickeln, weil meistens die das zuerst gucken, das sind dann, obwohl einer hat 3,5, dann hat einer 10 und einer 6,5, also ja, es mittelt sich schon wieder so ein bisschen. Ja, also ich fand den richtig gut. Also bei mir ist der im oberen Bereich, ich weiß nicht, habe ich schon in unserer Facebook-Gruppe eigentlich meine Stimme? Ja, hast du. Ich würde mal schätzen, soll so 8 dir verraten? Oder so. Ja? Genau, 8, vollkommen ja? Richtig, 8. Also genau. Ich wäre auch so bei 8 Punkten im Bereich Action gewesen. Tolles Ding. Richtig gut. Ich habe ihm 7 gegeben, weil mich hat das halt dann mit 50 Cent und die Stimmung im Kino ein bisschen zerstört. Aber ansonsten, nee, sehr durchdacht. Wie gesagt, coole Soundeffekte wirklich drin und auch die Plot-Twists fand ich echt stark, also das hat mir echt gefallen und deswegen, weil ich halt schwer reingekommen bin auch in den Film, deswegen hat er nur 7 statt 8 bekommen. Vor allem, ich dachte am Anfang wirklich noch, es erwartet uns da irgend so ein eindimensionales Ding, wie jetzt hier diese Has Fallen-Filme und dann, nee, also richtig gut, aber das macht der Film eigentlich schon am Anfang relativ deutlich, dass der in eine andere Richtung geht. Ja. Guter Film, den Regisseur merke ich mir auf jeden Fall vor, auch wenn ich dessen Namen jetzt gerade schon wieder vergessen habe. Christian Gutegast. Jetzt muss ich mal gucken, wo der herkommt. Das ist doch kein Amerikaner, oder? Tatsächlich, geboren in Los Angeles, okay. hat an der UCLA Filmschule abgeschlossen. Aha, auch nicht schlecht. Bester Student in seinem Jahrgang. Aha. Begann seine Karriere als Rap Music Video Director. Aha. Das erklärt dann 50 Cent, oder? Die könnte sein, dass er für den, aber weiß ich jetzt auch nicht. Ach ja, übrigens, Paul Scheuring hat ja da, oder ich weiß nicht, wie der sich richtig ausspricht, der hat ja die Script-Credits gehabt. Und wenn ich mich da richtig erinnere, das will ich auch kurz noch prüfen, hat er nämlich bei Prison Break auch, muss ich mal ganz kurz gucken, ja, bei Prison Break nämlich, mit als Producer, glaube ich. Ja, genau, Prison Break war der Producer, stand immer der Name da. Also ist ja auch eine ziemlich verzwickte Geschichte, Prison Break mit vielen doppelten Böden und Querverweisen und sowas. Also von daher hat er dem vielleicht ein bisschen mit aufs Pferd geholfen. Bisschen. Ja, wenn wir einmal in der Facebook-Gruppe sind, können wir gleich mal uns an die Sneak-Tipps machen. Für die nächste Woche. Wie lautet denn dein Sneakmaster-Hinweis für die nächste Woche? Ja, der Tipp für die Sneak Nummer 934 der Innenstadtkino Stuttgart lautet Family Stories. Family Circus. Der Family Martin, Stories, nicht Family Circus. Family Stories. Der Martin tippt was ich unbedingt sehen will. Ich weiß nicht, ob er mich nur ins Kino locken will, aber ich gehe ja sowieso. Der tippt nämlich The Florida Project mit William Dafoe. Der ja höchstwahrscheinlich, achso, jetzt kann man jetzt eigentlich schon nachgucken, ne? Oscar-Nominierung. Ah, ich bin ja auch doof. Ich habe die dieses Jahr irgendwie gar nicht so richtig beachtet bis jetzt. Gucken wir doch einfach mal. Florida. Ja, William Dafoe ist nominiert als Best Supporting Actor für The Florida Project. Deswegen würde ich den auch gern sehen. Vielleicht kommt er in das Sneak, mal gucken. Die Silvia hat tippt auf Das Leben ist ein Fest, den hatten wir aber ja schon. Den hatten wir schon, ja. Die geht nicht regelmäßig in die Sneak, verfolgt auch nicht regelmäßig im Podcast, die Silvia. Und die Kathy hat noch getippt, wer ist Daddy? Was soll das sein? Mit Ed Helms und Owen Wilson. Eine Komödie, nehme ich an? Ja, Komödie. Komödie slash Drama. Pressekritiken 1,5 von 5 Punkten. Ja.
verspricht ja eine großartige Unterhaltung. Und ich gucke mal noch ganz kurz nach, was unsere Kollegen hatten von den Leinwandperlen. Und zwar. Du hast gar nichts getippt diesmal. Ich habe noch gar nichts. Mein Tipp kommt jetzt. Ich tippe das, was die Leinwandperlen hatten. Die hatten Dr. Nock. Dr. Nock. Jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich da irgendwas finde. Er meinte eine französische Komödie mit Omar Sy, der ja hier bekannt ist aus Ziemlich beste Freunde und Plötzlich Papa und sowas. Und der kommt wohl in ein kleines französisches Dorf als Arzt. Und ja, wenn das bei denen kam, dann tippe ich das einfach mal. So, einfach mal abschreiben hier. Auch wenn hier Lehrer anwesend sind. Ach du, alles gut. So, dann hätten wir also die Tipps für die nächste Woche. Und ich habe noch einen Film geschaut im Heimkino. Heimkino. Und dort habe ich einen Film geschaut. Den hatte ich mir irgendwann mal aufgenommen gehabt. Der lief, glaube ich, mal in der Sneak Preview. Ist dort so mit geteilten Meinungen angekommen, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Und der mich aber irgendwie so ein bisschen interessiert hatte, rein von der Story her. Und dann habe ich gedacht, ich tue mir das mal an. Nämlich High Rise heißt der Film. Das basiert auf einem relativ bekannten Buch von J.G. Ballard, von dem schon einige Sachen verfilmt worden sind. Zum Beispiel hat David Cronenberg hat Crash verfilmt, und diese ganze Idee von diesem High-Rise-Buch ist auch schon in anderen Filmen verwendet worden, zum Beispiel in diesem Dread-Remake, wo die da durch das Haus, wo da auch so ein Haus ist, wo ganz viele Ebenen sind mit ganz verschiedenen Leuten, und in einer horizontalen Art und Weise bei Snowpiercer, also wo halt in dem Zug die verschiedenen Waggons so verschiedene Gesellschaftsschichten widerspiegeln. Und dieses eigentliche Buch High-Rise galt lange Zeit als unverfilmbar, und jetzt hat sich doch Ben Wheatley mal dran gemacht gehabt, irgendwie vor 2 Jahren, und hat das ins Kino gebracht. Die Hauptrolle spielt Tom Hiddleston, und Jeremy Irons ist auch noch mit dabei. Es geht um ein Hochhaus in England, und das Ganze ist so angesiedelt, irgendwo gefühlt so, weiß nicht, 50er, 60er Jahre so die Drehe von der Innenarchitektur her, würde ich sagen, von den Möbeln. Und in diesem Hochhaus, das ist halt so aufgeteilt, ganz unten sind so die ganz Armen, und dann wird es immer reicher, 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 bis nach ganz oben, da wohnen halt dann die ganz Reichen. Also ähnlich wie bei Snowpiercer halt, ne? Und Tom Hiddleston zieht dort ein, und er ist Chirurg, also verdient da ganz gut, ist so irgendwo so im oberen Mittelfeld dort angesiedelt und wird dann auch immer mal so auf Partys eingeladen, die unterhalb seiner Ebene sind und auch mal oberhalb seiner Ebene, und lernt die halt auch kennen. Und dann gibt es auch ein Supermarkt, der irgendwie ein ganzes Stück weiter unten ist, wo aber auch verschiedene aus allen Schichten einkaufen gehen. Und so gibt es halt immer wieder Interaktionen mit anderen Schichten. Und davon handelt eigentlich dieser Film. Und ich hätte mir gewünscht, dass der spannender ist. Die ganze Gesellschaftskritik, die kommt halt irgendwie rüber. Das Ganze, ist jetzt kein Spoiler, wenn ich sage, das endet sehr explosiv und sehr blutig. Weil das bleibt halt nicht alles so, wie es ist, sondern da ergeben sich dann halt erhebliche Kämpfe daraus, und das sieht man schon relativ am Anfang vom Film, also quasi in der ersten Szene sitzt er schon völlig in so einer Blutlache und um ihn herum Leichen und so, da weiß man schon, in welche Richtung das dann enden wird, weil der ganze Film es dann so rückblickend erzählt. Die ganze Gesellschaft ist schon ziemlich gut dargestellt, und die einzelnen Schichten und sowas, aber irgendwann habe ich auch gedacht, ach komm ey, das ist jetzt alles ist sehr langweilig. Es ist wirklich gut gedreht, gut gefilmt, für welche, die sich für Architektur interessieren oder so für Innenarchitektur oder für Designelemente, ist das wirklich toll anzusehen. Das ist wirklich Eye Candy, der Film, aber ja, von der Ausstattung her ist auch gut, aber irgendwie hat mir so ein bisschen Zug gefehlt in dem ganzen Film. Der geht auch 112 Minuten, fast 2 Stunden. Also hätte man durchaus ein bisschen kürzer irgendwie machen können. Und diesen eigentlichen Klassenkampf, darauf läuft ja alles hinaus, den irgendwie ein bisschen stärker darstellen. Aber es ist
wenn sich dann die angestauten Aggressionen dann ihren Weg bahnen. Ja, High Rise, vielleicht ein Film mal für einen Gemeinschaftskundeunterricht oder Ethik oder sowas. Aber ja, also kann man gucken, ist jetzt kein Totalausfall. Ich kann mich erinnern, da in der Sneak damals, ich weiß nicht, das war jetzt noch nicht in der Facebook-Gruppe, es war glaube ich damals noch in dem Forum, da haben viele kein gutes Haar dran gelassen. Also so schlimm ist der Film nicht. Man muss sich halt ein bisschen drauf einlassen. Also es ist jetzt kein Actionfilm oder irgendwas. Ein bisschen drauf einlassen und dann geht das schon. Ja. Aber ab wie viel ist er? Ab wie vielen Jahren? Ab 16. Ja, dann wird es schon eng. Also für mich in der Schule wird es dann schon eng. Ist dann doch eher Klasse 10. Okay. Ja, vom Verständnis her ist es wahrscheinlich auch eher so für ab 10. Klasse, also Gymnasium oder sowas, dass man mal drüber diskutieren kann über die gesellschaftlichen Unterschiede, ob das nun... Der Film macht halt da sehr viele Themen auf. Ja, zum Beispiel der Jeremy Irons spielt halt den Architekten, der das ganze Ding geplant hat. Und er wollte halt eigentlich so einen Schmelztiegel dort in vertikaler Form schaffen, wie halt in der Stadt eigentlich auch da ist, wo halt viele, zum Beispiel die Reichen, gar nicht in die Viertel von den ganz Armen mehr gehen oder sowas, halt abgegrenzt. Und hier sollen sie halt in einem Gebäude halt irgendwie zusammen, ja, zur Interaktion gezwungen sein, aber dass das auch alles irgendwie schief geht. Also man kann da schon schön, denke ich mal, drüber diskutieren und vielleicht auch dann schöne Aufsätze schreiben lassen als Lehrer. Aber ich habe die ganze Zeit irgendwie dahinter, hinter jeder Szene immer so diesen erhobenen Zeigefinger gesehen, der da drin gesteckt hat. Ich weiß nicht, ob das in dem Buch auch ist, weil das Buch ist ja sehr gefeiert und viele haben auch gesagt, dass der Film wird dem Buch nicht gerecht. Vielleicht ist es wirklich ein unverfilmbares Buch. Was ich auch noch sehr interessant fand, waren sehr viele geklaute Elemente von Kubrick, speziell von Clockwork Orange. Also wer da mal ein bisschen auf die Suche gehen will. Aber ich gebe 5 von 10 Punkten. Da machen wir es kurz. High Rise. Ich bereue es nicht, ihn gesehen zu haben. Ich muss ihn aber auch nicht nochmal gucken. Und da war mal ganz interessant, sagen wir es so. Ja. Ich werfe mal einen Blick, was so im Kino neu anläuft. Vielleicht ist da ja was Cooles dabei. Kinocharts und Neustarts. In den Charts sieht es wie folgt aus. Platz 10 ist Ferdinand. Der geht immer noch stierisch ab. Platz 9, The Greatest Showman. Achso, kann ich mal gucken, ob ich den noch gucken muss hier. Ach nee, ich habe die Seite. Ah, hier Oscar-Nominierung. Mal gucken, ob ich den noch schauen muss. Showman. Best Original Song ist der nominiert nur. Ha! Ich muss ihn nicht gucken. Sehr gut. Die Freude. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Was muss ich stattdessen? Wir machen erstmal die Charts hier. Downsizing, Platz 8. Platz 7 ist Wunder. Da waren meine beiden Mädels am Freitag drin in dem Film, weil meine Tochter, die lesen jetzt gerade in der Schule das Buch und sie hat das schon fertig gelesen und fand das Buch echt klasse. Und weil der Film jetzt anläuft, sind die beiden mal rein, weil meine Frau hatte das schon vor längerer Zeit mal gelesen, das Buch. Und die beiden, die kamen sehr begeistert wieder. Ja, also Film muss ganz, ganz toll sein. Und auch wenn man das Buch kennt, beide kennen ja das Buch, muss er immer noch toll sein. Also scheint sehr empfehlenswert zu sein mit Julia Roberts und Owen Wilson über den kleinen 10-jährigen Jungen, der irgendwie ein bisschen entstellt ist und dann immer so einen Helm auf hat und dann in die Schule mal ohne Helm gehen soll. Platz 6 ist The Commuter. Platz 5, Dieses bescheuerte Herz. Platz 4, endlich mal gefallen, Jumanji, Willkommen im Dschungel. Platz 3, Hilfe, ich habe meine Eltern geschrumpft. Nachdem die Lehrer geschrumpft wurden, Chris, ne? Ja, wir hatten das doch schon vor tausenden von Jahren mit Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft und so Zeug. Und aber das ist jetzt in Deutsch und mit Anja Kling und Axel Stein und so. Ja, in der Kategorie Filme, die Welt nicht braucht. Oh, ich glaube, so für Kinder geht das schon, weil, sag mal, wenn du jetzt mit Kindern ins Kino gehen willst, was hast du denn da momentan? Ferdinand? Ja. Star Wars? Der Ferdinand, der läuft schon seit Weihnachten, das haben die meisten schon gesehen. Star Wars? Ja, das sind Jumanji? Nichts mehr für die ganz Kleinen oder so. Ja, apropos Star Wars, nämlich auf Platz 2. Das heißt, wir haben eine neue Nummer 1. Was könnte das sein?
Jumanji. Nein, den hatten wir auf 4. Guten Morgen. Platz 1 ist Hot Dog mit Matthias Schweighöfer und Till Schweiger. Da habe ich einen ziemlichen Verriss gelesen bei SWR 3, wenn ich ehrlich bin. Das ist quasi das SWR 3, ist ja das Kinomagazin mit dem höchsten Reputationswert. Ne? Ja, aber ja. Ziemlich frauenfeindlich. Ach so. Muss der sein, ja, das ja. Muss ja jetzt nicht schlecht sein, oder? So, warte mal. Jetzt lass mal. Ich guck mal beim Moviepilot, was die so sagen. Oh. Da ist halt die Community. Oh, die Community. Oh, auch. Buh. Die Kritiker geben 3,7 von 10 und die Community gibt 4,0. Also scheint wirklich nicht so. Mein letzter deutscher Kinobesuch war Kartoffelsalat. Leitet hier jemand seine Kritik zu Hotdog ein? Also ich weiß ja nicht, ob ich das überhaupt sagen würde, dass ich in diesem YouTuber-Film Kartoffelsalat drin war. Da war ich drin. Der nächste Satz, nun ist es zumindest wärmer geworden mit einem Hotdog. Mhm. Beide Filme nicht bezahlt und dementsprechend nicht traurig über das verlorene Geld. Mein Gott, oh Gott, oh Gott. Also wenn jemand so... Nee. Nee, ich lese mir jetzt nicht die Kritiken durch. Das muss nicht sein. Also neue Nummer 1 hier in Stuttgart. Ich weiß nicht, wie es bundesweit aussieht. Da kann ich ja auch mal einen Blick reinwerfen hier. Wie es da aussieht, wenn ich es finden würde. Ach hier, Kinocharts Deutschland. Hier ist es ja. Nee, da ist es auf 2. Da ist auf 1 immer noch Star Wars. Was ist denn hier los in Stuttgart? Hier muss ich mal unser Publikum mal schelten hier. Was soll denn das hier? So ein Zeug hier auf Platz 1. Wir gucken mal, was neu anläuft in Stuttgart. Ein Film, der wird wahrscheinlich was für die Kate sein, die heute leider nicht dabei ist, nämlich Maze Runner, die Auserwählten in der Todeszone, startet am 1.2. Der dritte Teil der Verfilmung der Jugendbuchreihe von James Dashner über eine Gruppe von Jugendlichen, die in einer dystopischen Zukunft ums Überleben kämpfen. Dann startet noch neu, den werde ich wahrscheinlich gucken mit meinem Kleinen auf jeden Fall, Die kleine Hexe. Oh. Ja. Ja, guck mal, also, du sagst, es gibt keine Filme für die Kinder. Jetzt, jetzt. Aber jetzt, wenn du jetzt vergangene Woche hättest gehen wollen. Nee, ja. Da hätte ich keine Zeit gehabt. Mhm. Punkt. Es startet auch noch Das Leben ist ein Fest. Den hatten wir in der Sneak Preview schon mal gehabt und besprochen. Französische Komödie um so einen Eventmanager, bei dem alles ein bisschen aus dem Ruder läuft. So ein bisschen sowas wie Birdman, aber ja, er versucht so Birdman zu sein, ist es aber nicht. Es startet aber auch noch. Soeben von uns empfohlen, wärmstens empfohlen, Criminal Squad, Heist-Movie vom Autor von London Has Fallen mit Gerard Butler als korrupten Cop, der eine Bande von Bankräubern aufspüren und unschädlich machen soll. Es startet auch noch Der seidene Faden, ein opulentes Historiendrama mit Oscar-Preisträger Daniel Day-Lewis als Luxusschneider im London der 50er Jahre und dessen Beziehung zu seiner Muse Alma. Klingt so auf Oscar gebügelt oder so. Der ist bestimmt irgendwie mit nominiert für irgendwas, bestes Kostüm oder irgend so. Es startet auch noch neu, auch von uns empfohlen, vor einigen Ausgaben, The Disaster Artist. In der Komödie über die Entstehung des schlechtesten Films aller Zeiten, The Room, schlüpft James Franco in die Rolle des erfolglosen Filmemachers Tommy Wiseau. Und allen, die Instagram haben, sei mal wärmstens der Instagram-Account von Tommy Wiseau empfohlen. Gestern hat er tatsächlich für irgendeine fotografierte Sonnenbrille irgendwie Zehntausende von Likes gekriegt. Das hat nur eine Sonnenbrille auf einem weißen, nicht, du siehst gar nichts. Es ist nur irgendeine weiße Fläche und da liegt eine Sonnenbrille drauf. Okay. Licht startet noch, ein historisches Drama über eine blinde Pianistin, die durch eine neuartige Behandlung langsam wieder sehen kann, dadurch jedoch ihr musikalisches Talent verliert. Aha. Oje, oje. Freddy/Eddie. Ein Psycho-Thriller um einen Maler, der unerwarteten Besuch von seinem imaginären Kindheitsfreund bekommt und in ein albtraumhaftes Verwirrspiel hineingezogen wird. Klingt eigentlich nach so einem typischen Sneak-Film da. Super. Das ist ein total verwirrendes Ding hier. Keiner weiß, was los ist. Und The Woman Who Left, mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnetes Schwarz-Weiß-Drama um eine Frau, die 30 Jahre lang zu Unrecht im Gefängnis saß. Nach ihrer Entlassung sucht sie Rache. Okay. Das waren die Neustarts diese Woche.
war ja zumindest einiges dabei. Also kann jetzt niemand sagen, nichts dabei. Da war einiges. Für jeden was. Ja. Lustiges. I did not. Wenn ihr mal verstehen wollt, wo das herkommt, dann guckt. War das nicht beim Sneak-Film auch ganz am Anfang? Ach ja, genau. I did not. Und das war der erste Lacher im Film. Genau, bei Criminal Squad. Aber da haben nur die Eingeweihten gelacht, die auch in der Sneak-Preview waren. Ne? Das fand ich irgendwie cool. Das war auch sehr gut. I did not. Oder es war eine Hommage an den anderen Filmen. Das kann natürlich auch sein. Ja. Ja, wer weiß. Serien. Moment, da gibt es einen Einspieler. Ha. Serien. Hier. Serien. Da wir heute sonst ein bisschen dünn an Themen sind, erzähle ich noch kurz was über eine Serie, die ich gerade angefangen habe zu gucken. Und das ist jetzt mal eine, die ich nicht als Hausaufgabe aufgekriegt habe von dem Serienpodcast, wo ich ab und zu mal mitmache, sondern es ist eine, die habe ich tatsächlich mal selber angefangen zu gucken. Nämlich Last Chance U auf Netflix läuft diese Serie. Und in der Serie, jetzt versuche ich mir das gerade nebenbei zusammen zu googeln, geht es um ein College, was East Mississippi Community College, genannt EMCC. Und dieses College ist wohl, wie ich erfahren habe, am Anfang der Serie dafür bekannt, dass sie alle möglichen Jugendlichen aufnehmen, die aus anderen Colleges rausgeflogen sind. Denn in den USA ist ja so, man kann sich so ein bisschen durch das College so halbwegs durchwursteln, wenn man gut in Sport ist. Und das nehmen da manche irgendwie ein bisschen zu ernst. Das heißt, die machen dann gar nichts mehr für die Schule und stehen dann irgendwann halt da und fliegen halt von der Schule, weil sie halt wirklich keine Noten mehr haben und weil sie eben sportlich auch nicht mehr so richtig gebraucht werden. Und dieses College sammelt diese gescheiterten Existenzen irgendwie auf, gibt denen da quasi eine Heimat. Und die Lehrer, deswegen hatte ich das auch Chris auch mal empfohlen, die haben ja auch eine ganz eigene Art, wie sie mit den Schülern umgehen, weil das sind ja nun schwierige Fälle, die da zu denen kommen. Und auch für die Lehrer ist es so, da mitten ins Nirgendwo, weil da gibt es nichts. Ja? Das ist jetzt nicht was, wo du sagst, hey, ja, cool, da ist Großstadt oder irgendwie, da will man gerne hin, vielleicht irgendwie eine schöne Stadt. Nix. Das ist wirklich mitten im Nirgendwo. Die zeigen es am Anfang im Film. Auch dieses Footballfeld ist mitten auf so einem Acker, da ist rundherum gar nichts. Und die Schule ist da auch irgendwo. Und die sagen selber, die Jugendlichen, die dorthin kommen, da ist so eine kleine Stadt in der Nähe, da ist irgendwie das einzige Highlight, ist da irgendwie ein Subway und irgendwie eine Hähnchenbude. Und sonst ist da nichts, da ist gar nichts. Und da ist natürlich auch für die Lehrer eine Überlegung, ob sie da hinkommen. Und da sind halt viele, die auch hingehen und sagen, okay, da können sie wirklich in Jugendlichen noch was auslösen, was denen an anderen Colleges oder Schulen vielleicht nicht möglich ist. Und da werden halt auch so Beispiele gezeigt, wie die wirklich Jugendliche, die eigentlich überhaupt nichts auf die Reihe gekriegt haben, die irgendwie gedacht haben, ja, hey, ich bin gut im Football und da werde ich das schon irgendwie schaffen mit der Schule. Und dann war es halt alles nicht so, weder Football noch Schule. Und wie die dann auf den Kurs gekriegt haben, da waren halt auch viele, die sind halt, haben Schule geschwänzt ohne Ende, sind auf die schiefe Bahn gekommen und sonst was alles. Und die kriegen die alle wieder gerade mit ganz verschiedenen Mitteln und sehr viel auch Gruppendynamik und auch Einzelgespräche. Ich finde das echt eine gute, es ist eine Reportageserie, es ist keine fiktionale Serie. Und das wirkt alles ziemlich authentisch. Einfach mal reingucken, wer Netflix hat, Last Chance U. Das ist für Leute interessant, die sich auf jeden Fall für Football interessieren, was ich nicht tue. aber auch für welche, die einfach so Teamdynamiken, Gruppendynamiken und sowas, die sich für sowas interessieren oder halt auch so insgesamt Sportgeschichten. Ja, also sehr interessant. Last Chance U. Ja. Ja. Guckst du mal rein? Oder? Guck ich rein, ja. Guck mal rein. Also gerade das mit den Lehrern ist jetzt noch nicht am Anfang. Am Anfang stellen sie ein bisschen so den Sport in den Vordergrund, weil ja, wenn es eine Football-Serie ist, musst du am Anfang ein bisschen Football zeigen. So. Also mit den Lehrern ging es, glaube ich, dann so ab der zweiten Folge dann los, wo der eine da zu Wort kommt. Und auch später dann so, die haben sich ja dann auch so unterteilt. Die haben auch intern, die stellen halt knallharte Regeln auf und wer sich nicht dran hält, der
hat halt dann völlig keine Chance mehr. Also wer dort keine Chance... Ach ja, und hatte ich noch vergessen zu sagen, dieses College ist halt dafür bekannt, dass viele der hochkarätigsten Spieler, die dann später in der Profiliga spielen, von dort kommen. Also die haben das mal gezeigt dann am Anfang, oder der sagt das auch, wie viele von diesen Top-Quarterbacks von den Vereinen aus dieser Schule kommen. Also die eigentlich schon abgeschrieben waren von anderen, die nichts mehr auf die Reihe gekriegt haben, die dann dazu geformt haben. Also wirklich beeindruckend. Und ich habe mir auch den Wikipedia-Artikel nochmal durchgelesen. Also es ist wirklich... Ich habe da noch nichts gefunden, wo ich gesagt hätte, das haben sie aber in der Netflix-Serie irgendwie anders gesagt. So viel dazu. Last Chance You. Und jetzt muss ich noch mal schauen, ob ich irgendwo mein Filmzitat von letzter Woche... Ach ja, genau. Wusstest du es eigentlich? Achso, ich muss erst mal Rätselecke einspielen hier. Wenn die Kate nicht da ist, ist alles... Rätselecke. Du eigentlich mein Zitat gewusst letzte Woche oder hast es nicht gehört? Nein. Das Filmzitat war: I did not. Der Glaube ist ein Haus mit vielen Zimmern. Auch mit Zweifeln? Oh, unbedingt, auf jeden Stockwerk. Zweifel ist nützlich. Durch ihn bleibt der Glaube lebendig. Jetzt weiß ich natürlich nicht, weil die Kate ja die E-Mails empfängt, ob da jemand drauf geantwortet hat. Tja, dann. Life of Dann, Pi? Ja, tatsächlich. Ha. Cool. Richtig rausgekriegt. Wahnsinn. ja. Ich helfe doch gerne. Dann kann ja die Kate bis nächste Woche, dann gucken wir mal, ob das da jemand richtig hatte von denen, die da geschrieben haben. Ansonsten hätte ich mal ein neues Filmzitat für diese Woche. Im Leben zählen nicht die kleinen Momente, in denen man atmet, sondern die großen, die einem den Atem rauben. So, liebe Hörer, macht mit. Schreibt an, was lasst ihr denn? Schreibt an kate@kinocast.net die hoffentlich richtige Lösung. Und dann schauen wir nächste Woche mal. Ich hoffe, das klappt dann alles. So, ja. Dann werfe ich mal einen Blick in unseren Briefkasten. Briefkasten. Du schickst gerade irgendwas hier. Muss ich das jetzt gleich? Muss ich das jetzt gleich angucken, oder? Nein. Naht. Letzte Woche hatten wir gesprochen über The Shape of Water, das Flüstern des Wassers, und die Netflix-Serie Open House, Casino Undercover, Bibi und Tina, Tohuwabohu, total, und die Voldemort und so weiter. Dazu gab es auch nicht so viele Kommentare, aber der Martin, der ja auch im Kino arbeitet, in Halle, in den Light Cinemas, der hatte geschrieben, der Erfolg von Jumanji ist nicht verwunderlich, weil wir hatten uns nämlich ein bisschen gewundert gehabt, warum Jumanji immer noch so weit oben platziert ist. Er schreibt, bei diesem Sequel stimmt die Qualität. Der Film ist kurzweilig, witzig und genau der richtige Film für Groß und Klein über den Winter. Er funktioniert im Kino als Familienunterhaltung am Nachmittag und auch als Abendfilm. In den USA ist er auch seit mehreren Wochen auf Platz 1 und in den Jahrescharts in den Top 10. Tja. Tja. Ich habe ihn nicht gesehen und ich glaube, ihr auch nicht. Ne? Die Kate scheut sich davor, auch den zu gucken, weil die mag den alten Film so sehr. Ne? Ja, also wie gesagt, ich habe, warum nicht? Ghostbusters habe ich auch geguckt. Ja. Ich sehe gerade tatsächlich, also Martin hat recht, ich überprüfe das lieber nochmal zur Sicherheit. In den USA ist er auf Platz 2, Platz 1 ist da gerade Maze Runner. Ja. Und was ist das? Auf Platz 3 Hostiles. Was ist denn Hostiles? Ach, das ist hier der Scott Cooper-Film mit Rosamund Pike und Ava Cooper und Christian Bale, der so irgendwie im Sezessionskrieg oder so, oder irgendwie mit... bin ich wieder völlig abgekommen? Ja, vom... Es liegt übrigens nicht an mir. Also ja, ich bin ganz brav. Ja. Funktioniert, hat er ja schon geschrieben. Ja, der Thomas Holmer hatte noch geschrieben, sein Paket, der hat nämlich der war ja einer der Gewinner. Ich habe ja letzte Woche dann alle möglichen Pakete verschickt. Es war ja diesmal so, dass ja so viele, die den ersten Platz gemacht haben bei unserem Adventskalender-Rätsel, wahrscheinlich war es zu leicht oder so. Oder sie haben beschissen, wer weiß. Nee, oha. Nein, ohne Spaß. Dass wir dieses Jahr gar keine zusätzlichen Preise hatten eigentlich. Ne? Ich
will da nochmal gucken, was noch so reinkommt, vielleicht im Januar jetzt durch Amazon und so. Mal gucken, vielleicht kann man da noch irgendwie so ein, zwei Überraschungs-Blu-rays oder DVDs dann verschicken, aber momentan sieht es eher nicht so danach aus. Ja, und da habe ich letztens eben alles Mögliche verschickt, hier die ganzen Preise. Habe so kleine Überraschungspakete gemacht für die Gewinner, immer noch so ein paar anderes Merchandise, was hier so mal zur Verfügung gestellt wurde oder was wir so erhalten haben, mal mit reingepackt. Ja, wäre ganz gut, wenn ihr nicht nur schreibt, angekommen, sondern vielleicht auch, ja, ach so, er hat ja geschrieben, danke für den tollen Preis, ja, von den anderen habe ich jetzt noch nichts gehört. Ich weiß, die Leinwandperlen wollen es irgendwie live in ihrer neuen Sendung auspacken. Das wird also auch noch interessant. Wenn die dann raus ist, dann werde ich das mal mit verlinken. Ja, ansonsten, glaube von den anderen habe ich noch gar nichts gehört. Ja, ja, Hauptsache gewonnen. Ja, ja. Nein, genau. Die werden sie schon melden. I did not. So, dann werde ich gleich mal reinschauen hier bei Amazon, was so über unsere Affiliate-Links bestellt worden ist in den vergangenen 7 Tagen. Soweit kann ich da hier in dem Filter zurückblicken. Und wenn jetzt mal Amazon laden würde, die Seite, ah ja, jetzt geht's, dann würde das auch funktionieren. Ja, letzte 7 Tage, das passt. Ein Apple Lightning auf 3,5 mm Headphone Jack Adapter. Hat wahrscheinlich jemand so ein neues iPhone mit so einem Lightning Adapter, wo kein Adapter oder wo kein Stecker mehr für den normalen Kopfhörer dran ist. Ein Dilbot Day-to-Day Kalender für 2018. War bestimmt günstig jetzt, oder? Ach nee, also hier steht da immer noch für relativ viel drin. Ich habe nämlich für die Arbeit, habe ich mir einen bestellt, der war bei Amazon, da hatten sie irgendwie für 3 Euro. Den hatte ich vorher immer beobachtet gehabt, der war irgendwie 20 Euro und Anfang Januar war der auf 3 Euro plötzlich mal gesenkt. Ist aber mit ein paar Paris-Bildern, ja, nicht kein so ein Dilbert-Kalender. Dilbert ist bestimmt cooler, da ist bestimmt lustig. Yep. Dann hat noch jemand einen 300 Mbit USB WLAN Raspberry Pi Wireless LAN Stick Dongle irgendwas Windows 10 fähig und ein Amiibo Splatoon Tintenfisch Neon Lila. Ah, ja. Den habe ich in grün, glaube ich. Ja. Okay. Vielen Dank für alle, die für ihre Amazon-Einkäufe unsere Affiliate, wie so schön heißt, Affiliate-Button genutzt haben. Und ja, dann sind wir soweit durch, denke ich, oder? Ja. Ja, ja, ja. 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 Dann, ja, wenn ihr uns erreichen wollt, dann könnt ihr das tun. Den Chris erreicht ihr in chris@kinocast.net oder auf Twitter @coyote_22. Und ganz wichtig. Ja, ganz wichtig, sonst kommt er bei irgendeinem anderen Kojoten raus, das wollt ihr ja nicht. Richtig, nein, will keiner. meine Wenigkeit erreicht ihr unter erik@kinocast.net oder es gibt auch so ein Kontaktformular bei uns, könnt ihr anonym dann auch schreiben, wenn ihr mal ganz harte Sachen an den Kopf werfen wollt oder ansonsten überall Kinocast, also @kinocast, Twitter, Facebook, Instagram, was nicht alles gibt. Ihr findet das auch immer hier auf kinocast.net in dem jeweiligen Beitrag neben den Bildchen von den Leuten, von den Moderatoren, habe ich das extra mal so verlinkt. Da sind so die verschiedenen Social Networks. Ich habe bei mir, habe ich festgestellt, ich habe ja gar nicht Origin mit drin, weil ich habe jetzt gerade von Origin dieses Origin Access, heißt das, für 3,99 € im Monat, wo man da irgendwie etliche Spiele gratis mit drin hat. Das habe ich mir jetzt mal geholt, weil ich da ein paar Sachen, die wollte ich mir eigentlich kaufen und habe ich gesehen, ach, für 3,99 € im Monat ist das mit drin. Ja, pff, dann mache ich das mal. Deswegen, wer da Origin auch hat und da irgendwelche Spiele spielt, kann dann gucken, wie schlecht ich bin und sich besser fühlen, dann kann mich da adden. Ja. Aha. Ja, so ist das. Ansonsten gucken wir mal, was uns dann morgen in der Sneak erwartet und hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Vielen Dank, Chris, fürs Mitmachen. Tschüss. Gerne. Ciao. Bis bald im Kinocast.